Herzlich willkommen zu unserer heutigen Rücken-Yoga-Stunde. Ich freue mich, dass ich eine Stunde hier für euch anleiten darf. Ich habe mich auch vorbereitet und werde jetzt eine, ich hoffe, für euch anspruchsvolle, aber machbare Yoga-Stunde anleiten. Die meisten haben vielleicht schon ihre ersten Kontakte oder Erfahrungen mit Yoga gemacht. Ich versuche also daher so ein bisschen auf das etwas breitere Publikum einzugehen. Das heißt, diejenigen, die jetzt noch gar keine Berührungspunkte oder ganz wenig Erfahrung mit Yoga hatten, die versuche ich natürlich mit ins Boot zu holen. Und diejenigen, die schon sehr erfahren sind, die echten Yogis oder Cracks, die werden vielleicht diese Übungen als sehr leicht empfinden. Ich hoffe, wie gesagt, dass ich da die ganze Bandbreite abdecken kann und für jeden etwas mitgeben kann. Jetzt legen wir aber gleich schon los. Ich habe mich vorbereitet. Wir brauchen eine Matte, eine Unterlage. Ich hoffe, es hat jeder eine Matte oder einigermaßen komfortablen Untergrund. Zu Hause geht zur Not auch zum Beispiel mal einfach eine weiche Unterlage auf dem Teppich mit einem Handtuch drauf. Das geht zur Not auch. Außerdem habe ich ein Handtuch und beziehungsweise alternativ dazu eine Unterlage. Das kann ein Kissen sein. Ich habe mir jetzt hier einfach mal so zwei etwas professionellere Kissen hergerichtet. Wenn du zu Hause ein einfaches Polster oder Kissen nehmen möchtest, das tut es genauso. Wir fangen im Sitzen an. Einen einfachen Schneidersitz einrichten. Und zwar so, dass es leicht und angenehm ist, den Oberkörper aufzurichten. Und dazu habe ich mir, wie gesagt, hier schon mal so ein Kissen untergelegt, damit ich in meinen Hüftgelenken, in den Oberschenkeln erstmal keine große Spannung aufbringe. Ich kann meine Wirbelsäule nach oben aufrichten. Ich kann die Hände und die Schultern in eine entspannte Position bringen. Ich kann den Blick in dieser bequemen Haltung einfach auf einen Punkt fokussieren vor mir. Und dann lasse ich den Atem einfach etwas tiefer, etwas länger ein- und ausfließen. Ganz bewusst durch die Nase einatmen und durch die Nase ausströmen lassen. Spüre, wie sich der Brustkorb leicht nach oben anhebt mit der Einatmung. Und spüre, wie die Spannung aus dem Brustkorb entweicht mit der Ausatmung. Lass den Atem dann ein wenig fester werden. Sowohl in der Einatmung als auch in der Ausatmung. Und wir finden dann einen weichen Übergang von der Atmung zur Bewegung. Mit der nächsten Einatmung das Kinn leicht nach oben heben, der Blick geht nach oben zur Decke. Mit der Ausatmung das Kinn nach unten senken, der Blick geht zum Boden. Einatmen heben, ausatmen senken. Einatmen heben und senken und heben und senken und heben und senken. Wir bleiben in diesem Rhythmus. Nehmen die Arme ganz weich entspannt nach oben. Einatmen und ausatmen, den Kopf entspannt. Einatmen, Kopf heben, den Blick nach oben und ausatmen. Das ist unsere erste Bewegung. Einatmen und ausatmen und heben und sinken. Du kannst mit dem Atem etwas experimentieren. Tiefer einatmen und länger ausatmen, wenn du möchtest.
sanfter, kraftvoller, dynamischer und weich, entspannt nach unten. Und nach der nächsten Bewegung kommen wir dann zur Ruhe. Wir legen die Hände nochmal auf die Oberschenkel auf und den Blick nochmal nach vorne richten. Dreh den Kopf zur rechten, über die Mitte zur linken Seite. Über die Mitte wieder zurück. Wir bereiten die Halswirbelsäule vor, durch die Drehung des Kopfes bis zu einer angenehmen Position auf der Seite. Noch zweimal drehen und zurück und drehen. Und wir bleiben bei dieser Bewegung. Wir machen noch eine Nickbewegung dazu. Beim Drehen nicken und auch zurück. So zwei, dreimal diese Bewegung hin und her, um der Halswirbelsäule hier einen guten Einstieg und eine gute Mobilisation zu gönnen. Dann dreh dich wieder zur Mitte, nimm den rechten Arm nach oben. Jetzt bringen wir schon ein bisschen mehr Spannung hier rein, das Schulterblatt weit nach oben heben und der Hand hinterher schauen. Setz die rechte Hand auf der Seite auf und bring den linken Arm nach oben. Mit der Ausatmung zur Mitte kommen, mit der Einatmung hebt sich der Arm nach oben. Das ist unsere Bewegung. Ein und aus. Und ein und aus. Und heben, einatmen und ausatmen. Und jetzt spürst du schon, ob sich dein Körper an diese Bewegung gewöhnt, ob er bereit ist, etwas weiter, etwas geschmeidiger diese Bewegung auszuführen. Und dann folge einfach diesem Bewegungsinstinkt. Wenn du möchtest, kannst du dich weiter ausdehnen, den Atem noch tiefer und kraftvoller führen. Und wenn du merkst, du bist noch nicht so weit, dann mach die Bewegung einfach entsprechend etwas langsamer. Dann machen wir diese Bewegung noch zweimal durch. Einatmen, strecken, heben. Einatmen, strecken, heben. Noch einmal, ein letztes Mal. Und dann bringen wir beide Arme nochmal zur Seite in der sitzenden Position. Die Daumen drehen sich jetzt nach hinten, sodass die Handinnenfläche offen nach oben ausgerichtet ist. Die kleinen Finger zeigen nach vorne. Vielleicht möchten die Schultern ein bisschen nach oben ausweichen. Genau das Gegenteil versuchen wir jetzt hier. Wir wollen die Schultern runterdrücken und den Hals ganz weit nach oben aufrichten. Die Arme nach vorne nehmen und jetzt nach hinten. Einatmen und aus. Und ein und aus. Jetzt bringen wir schon ein bisschen mehr Länge, ein bisschen mehr Intensität in diese Bewegung. Versuch die Schulterblätter hinten zusammenzuziehen. Und versucht die Ellbogen dabei in der vollen Streckung zu halten. Noch zweimal jede Seite. Einatmen und aus. Und ein und ausatmen. Spür die Wärme in den Schultern. Und wenn du dann soweit bist, nochmal die Arme zur Seite nehmen, die Hände einfach an den Hinterkopf nehmen. Und lass deine Wirbelsäule jetzt ganz entspannt nach hinten auswölben, den Kopf leicht nach vorne, die Wirbelsäule strecken, heben, einatmen und ausatmen. Die Ellbogen gehen nach außen mit der Hebung, die Ellbogen gehen nach vorne mit der Entspannung. Einatmen und aus. Und ein und aus. Noch zweimal. Heben und senken und heben und senken. Und komm in eine neutrale Position, locker die Handgelenke aus, entspann deine Schultern
und roll auch die beiden Schultern einfach ganz bequem nach hinten aus. Und das ist wichtig, bei allen Übungen solltest du dich immer so weit fordern, wie dir auch danach ist, wie dein Körper das zulässt. Versuch dich nicht zu überfordern. Lieber mal eine Pause mehr gemacht als zu wenig. Beim nächsten Mal geht es dann schon ein bisschen besser. Jetzt nehme ich gleich meine rechte Hand einfach auf die linke Schulter und ich greife hier mit den Fingerspitzen nach hinten am Schulterblatt. Da spüre ich so eine knöcherne Kante. Da kann man sich festhalten. Wenn du die erreicht hast, dann einfach den rechten Ellbogen senken und dreh den Kopf jetzt von der rechten Seite weg und dann rüber zur rechten Seite. Zur Mitte. Jetzt mach dich klein. Mach dich groß. Zur Seite nach links drehen. Nach rechts. Zur Mitte. Und ausatmen. Halte dich hinten am Schulterblatt fest. Noch einmal heben. Weg von der offenen Schulter. Hin zur offenen Schulter. Nochmal zur Mitte. Und ausatmen. Und dann strecke ich hier den Arm nochmal ganz weit nach oben, ganz lang, stütze mich hier auf der linken Seite ab und hebe das Schulterblatt so weit wie möglich nach oben. Noch ein bisschen mehr. Man spürt, da geht immer noch ein ganz kleines bisschen mehr. Maximale Streckung. Und dann langsam den Arm wieder nach unten nehmen. Jetzt kommt die andere Hand auf die Schulter. Wir wechseln einfach auch hier mit den Fingerspitzen. Wieder die Schulterblattkante ertasten und greifen und den Ellbogen nach vorne entspannt. Richtig loslassen. Die Wirbelsäule ist aufgerichtet, der Kopf dreht sich weg von der offenen Schulter und zurück. Zur Mitte einatmen und ausatmen. Nach oben aufrichten, wegdrehen. Hindrehen, einatmen und aus. Aufrichten, wegdrehen, hindrehen, einatmen und aus. Mit der nächsten Einatmung den Arm wieder auseinanderfalten. Lass dir Zeit. Streck den Arm weit nach oben. Bring die Schulter noch höher, als es geht. Ja, lass immer noch Platz. Stütz dich ab und noch ein bisschen höher. Und dann bringen wir beide Arme wieder in die waagerechte Position zurück. Also in eine neutrale Position. Nehmen die beiden Hände zusammen. Verschließen die Finger so über die Fingerwurzeln hier ganz fest zusammen. Die Handballen kommen auch zusammen und drehen jetzt in den Handgelenken einfach ein paar Mal mit großer Bewegung in die eine Richtung und dann in die andere Richtung. Und dann wieder hindrehen. Ja, wir bereiten die Handgelenke vor. Gerade wenn wir dann später uns abstützen auf den Händen, in den Stützhaltungen, dann brauchen wir gut vorbereitete Handgelenke. Auch diese Bewegung. Und diese Bewegung kannst du auch zwischendurch, zwischen den Übungen immer für dich machen, um die Handgelenke einfach wieder ein bisschen zu neutralisieren und loszulassen. Ja, das merken wir uns. Jetzt haben wir nochmal die Arme zur Seite gestreckt. Den rechten Arm hebe ich ein bisschen hoch, den linken Arm etwas tiefer. Mit der Ausatmung bringe ich beide Arme so weit wie möglich nach vorne. Ich versuche die Oberarme so weit wie möglich zu überkreuzen. Und dann, wenn es nicht mehr geht, jetzt geht es bei mir nicht mehr weiter, dann beuge ich die Ellbogen und bringe die beiden Hände zusammen. Die Schultern runter, die Ellbogen heben. Dann es kann sein, dass du mit den Händen vielleicht nicht nach oben zusammenkommst. Dann reicht es, wenn du zum Beispiel einfach den Daumen oder hier den Handballen hältst. Ja, wenn es geht, aber die Handflächen zusammen, Ellbogen hoch, Blick nach oben, Schultern runter. Tief atmen. Das ist eine ganz intensive Dehnung zwischen den Schulterblättern spürbar. Wir lassen die Spannung langsam raus, ganz langsam. Umarmen uns einfach, lassen den Oberkörper nach vorne sinken. Kommen mit dem Oberkörper etwas tiefer. Und zurück.
Und jetzt kann man einfach hier die Arme einmal so drehen, dann hat man die richtige Seite, einmal so 180 Grad. Streckt die Arme, bringt die Schultern wieder so weit wie möglich nach vorne. Dann geht es nicht weiter. Beide Ellbogen beugen und die Hände versuchst du so weit, wie es geht, zusammenzubringen. Schultern runter, die Ellbogen heben. Und tief ein- und ausatmen. Versucht mit der Atmung die Dehnung zu erreichen, zwischen den Schulterblättern und den Oberkörper anzuheben. In der nächsten Ausatmung langsam lösen, die Hände kommen zu den Schultern, wir umarmen uns einfach und lassen den Kopf, die Brustwirbelsäule und weiter nach unten die Lendenwirbelsäule entspannt nach vorne sinken, den Kopf loslassen. Hier kannst du den Kopf auch mal ein paar Mal hin und her bewegen. Kommst langsam zurück. Und jetzt streckst du einfach die Arme einzeln nach oben auf. Die Daumen zeigen immer nach hinten. Ein Arm, den anderen Arm. Und jetzt versuchen wir uns nochmal hier in die Länge nach oben aufzurichten. Wenn das für dich nicht machbar ist, die Arme nach oben zu strecken, weil deine Schultergelenke das zum Beispiel nicht zulassen, dann nimmst du die Arme einfach entweder nach vorne oder ein bisschen breiter auseinander. Ja, und wenn es geht, dann mehr geschlossen, mehr gestreckt die Arme. Weiter nach oben heben. Die Hände zum Kopf. Den Oberkörper einfach ein paar Mal drehen. Ganz dynamisch. Und dann die Arme, die Schultern auflösen, auslockern. Wir haben jetzt sehr viel im oberen Teil des Körpers gearbeitet. Und im zweiten Teil der Vorbereitung werden wir uns jetzt mehr mit den Hüftgelenken und Core mit den Knien, mit den Füßen beschäftigen. Und dazu nehme ich jetzt die Unterlagen beiseite. Ich sitze also ganz ohne Unterlage auf der Matte, ganz bequem. Ich stelle die beiden Füße nach vorn auf. Ich strecke das rechte Bein einmal komplett aus. Ich strecke das linke Bein einmal komplett aus. Ich strecke das rechte Bein aus. Drehe mich einmal zur linken Seite. Und dann wechsle ich. Ausstrecken, zur rechten Seite aufdrehen. Und auch das können wir jetzt wieder mit der Atmung verbinden. Einatmen und ausatmen. Einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen. Jetzt nehme ich die Arme noch dazu. Einatmen und ausatmen. Und diese Bewegung kann jetzt jeder so ein bisschen für sich anpassen, wie es am besten geht. Ja, die Arme müssen nicht ganz weit nach oben gehen, es können auch ein bisschen nach vorne gehen. Man muss sich nicht ganz so weit zur Seite aufdrehen, man kann das ein bisschen kleiner machen. Aber wichtig ist, wir haben diesen Wechsel zwischen der Streckung und der Drehung. Ein und aus. Ein und aus. Aus. Ein und aus. Machen wir noch einmal jede Seite. Nochmal nach rechts. Nochmal nach links. Und beim nächsten Mal auf der rechten Seite nochmal einen Moment halten. Dann halte ich einfach hier mit der linken Hand fest. Und hier in der Drehung versuchst du den Oberkörper aufzurichten. Und atmest tief ein und aus. Noch einmal zur Mitte kommen, die andere Seite wechseln. Ein und aus. Und auch hier bleiben wir für drei Atemzüge. Einatmen und aus und ein und aus. Und dann einfach zur Mitte kommen, die Beine nach vorne ein bisschen auslockern. Legen wir uns gleich auf den Rücken. Ich lege mir ein Handtuch als Unterstützung für den Kopf. So unter, dass ich hier die Beine ganz bequem aufstellen kann.
die Arme zur Seite ausgelegt und dann beginne ich aus den Hüftgelenken mit den Oberschenkeln nach rechts, nach links so zu bewegen, dass ich hier bequem die Wirbelsäule und den Rücken zur Drehung mit einnehmen kann. Und dann komme ich zur Mitte, die beiden Füße etwas näher herangezogen und dann hebe ich das Becken leicht nach oben an, noch nicht mit ganzer Kraft, einfach hier zur Aktivierung nach oben heben und senken. Und heben und senken. Nach oben mit Kraft. Und jetzt kommen natürlich etwas mehr Intensität noch in die Fersen. Und nach oben mit der Ausatmung. Und mit der Einatmung komme ich zurück. Ausatmen und einatmen. Und aus und ein. Und letztes Mal. Und dann rolle ich das Becken bzw. die Wirbelsäule erst und dann das Becken nach unten aus. Bringe die beiden Knie einzeln nach vorne. Ich halte das rechte Knie, ich halte das linke Knie. Bring die Knie nach außen und nach innen. Einfach ein paar Mal hin und her bewegen. Und dann halte mit beiden Händen einfach nur dein rechtes Knie oder deinen rechten Unterschenkel fest. Streck das linke Bein nach vorne aus. Ganz gestreckt. Mit der Ausatmung ziehst du das Bein zu dir heran und hebst den Kopf an. Zurück, einatmen. Ausatmen, der Kopf möchte mit der Stirn immer weiter zum Knie. Und zurück. Ausatmen. Und einatmen. Ausatmen. Und einatmen. Halte dich ruhig an den Beinen so fest, dass der Oberkörper weiter nach oben kommt. Noch zweimal einatmen in die Strecken. Ausatmen nach oben. Einatmen in die Streckung, ausatmen nach oben. Und dann bleiben wir hier auf halber Höhe. Wir aktivieren unseren Rumpf. Unsere Bauchspannung wird jetzt erhöht. Streckt das untere Bein nochmal an, hebt das Bein leicht an, sodass der Fuß ungefähr eine Fußlänge über den Boden schweben kann. Jetzt spann den Bauch, aktivieren und lass das Bein los. Bring die beiden Arme nach vorne. Ganz viel Kraft jetzt. Einatmen und ausatmen. Einatmen und ausatmen. Noch zweimal. Ein letztes Mal. Und oben angekommen, nochmal festhalten, das untere Bein auflegen, den Oberkörper zurücknehmen und dann kreis einfach hier dein rechtes Bein im Hüftgelenk ein paar Mal rechts rum. Und ein paar Mal links rum. Halten mit beiden Händen die Oberschenkelrückseite fest und streckt das Bein einmal nach oben aus. Ja, wenn das so anstrengend ist, kannst du auch hier das untere Bein aufstellen, aber wichtig ist, dass das Knie hier einmal komplett gestreckt wird, um dann die andere Seite einzurichten. Das heißt, linkes Bein zu dir heranziehen. Machen wir als Vorbereitung erstmal so eine kleine dehnende Bewegung, heranziehen und lösen, heranziehen und lösen. Und dann kommt der Oberkörper wieder mit nach oben, ausatmen, einatmen, ausatmen und einatmen. Nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst zum Ein- und Ausatmen. Wenn du länger ausatmest, dann mach die Bewegung einfach langsamer. Noch zweimal. Die Stirn möchte zum Knie, das Knie möchte zur Stirn. Und dann kommen wir noch einmal nach oben
bringen jetzt das untere Bein gestreckt, kraftvoll nochmal so etwas höher in diese Position, sodass die Ferse auch wieder ungefähr eine Fußlänge vom Boden weg ist. Oberkörper nochmal spannen. Und jetzt lassen wir los, beide Arme nach vorne strecken. Jetzt nehmen wir die Arme sogar mit. Einatmen nach hinten und ausatmen. Einatmen und ausatmen. Einatmen und aus. Letzter Durchgang, einmal noch. Ja, sehr intensiv. Und nochmal nach vorne und oben kommen. Mit beiden Händen wieder festhalten, das untere Bein aufsetzen. Den Kopf nach hinten zurücknehmen und auch jetzt wieder das Bein nach oben strecken. Wenn es erforderlich ist, kannst du das Bein natürlich hier unten aufstellen und dann das Bein langsam kraftvoll nach oben strecken. Und dann den Fuß zurücknehmen. Beide Beine sind aufgestellt. Wir lockern die Beine aus. Wir sind gut vorbereitet für etwas mehr Bewegung. Wir kommen zum Sitzen. Einfach nach oben oder über die Seite aufrollen. Und wir bereiten unsere Matte jetzt so vor, das ist so ein Tipp von mir, dass man entweder ein Polster oder ein Handtuch ungefähr in der Mitte von der Matte auflegt. So. Ganz einfach, um den Knien ein bisschen mehr Komfort zu geben. Wenn man keine Probleme, keine Einschränkungen mit den Knien hat, braucht man das vielleicht nicht. Aber es ist grundsätzlich einfach eine schöne, eine angenehme Ergänzung. Und wenn du das nicht brauchst, kannst du das natürlich auch weglassen. So, meine beiden Füße sind hinten aufgestellt. Ich greife mit den Zehen richtig fest und kraftvoll hier so in den Boden, in die Matte. Und dann schiebe ich das Becken nach vorne. Leicht lösen und nach vorne. Ausatmen und einatmen. Ausatmen. Und einatmen. Und aus. Und ein. Und jetzt nehme ich gleich die beiden Arme noch dazu. Streckt die Arme weit nach oben. Dann nehme ich die Spannung raus. Das Becken muss nicht ganz weit nach hinten, nur so leicht in Beugung kommen. Aber jetzt strecke ich mich nach oben. Und aus. Und ein letztes Mal. Einatmen. Und ausatmen. Ich setze die beiden Hände vorne auf der Matte auf. Die rechte Hand, die linke Hand. Und ich positioniere mich so, dass meine Schultergelenke ganz exakt über den Handgelenken ist. So, na, da bin ich immer sehr genau, weil ich möchte keine Kraft verschwenden und ich möchte hier möglichst physiologisch in meine Stützhaltungen einrichten. Jetzt kann ich das rechte Bein ausstrecken. Den Bauch einziehen und das linke Bein dazu. Dann sollte meine Schulter ganz genau hier über dem Handgelenk ausgerichtet sein. Dann nehme ich das rechte Knie wieder zurück, das linke Bein. Jetzt wölbe ich den Rücken einmal nach oben aus. Ausatmen, einatmen. Ich strecke den Rücken, ich hebe den Brustkorb an und ich richte den Blick leicht nach vorne. Rechtes Bein gestreckt nach hinten. Linkes Bein gestreckt nach hinten, Spannung halten und dann wieder zurück. Knie aufsetzen, einatmen, ausatmen, nach oben wölben und einatmen. Das machen wir noch einmal. Spannung aufbauen, rechtes Bein, linkes Bein, Spannung halten. Ja, viele sagen hierzu Liegestützposition. Oder Plank. Und dann wieder zurück, zurück und den Rücken nach oben auswölben. Und zurückkommen. Jetzt nehme ich das rechte Bein nach hinten, das linke Bein nach hinten. Und dann nehme ich so ein bisschen Schwung und drücke mich von den beiden Händen weg. Komm wieder nach vorne, setz die Knie auf. Plank-Position oder Liegestützposition. Knie aufsetzen, nach hinten schieben. Einatmen, ausatmen, einatmen halten und ausatmen
Wir nennen diese Übung nach unten schauender Hund. Einatmen, ausatmen, einatmen und ausatmen. Einmal in die Länge dehnen und dann geht es wieder nach vorne. Ein und aus, halten, ein und aus. Wieder zurück. Die Knie aufsetzen und nochmal einatmen und ausatmen, in die Länge zurückdehnen. Und dann einfach nochmal zur Mitte kommen, aufrichten. Jetzt spürt man vielleicht ein bisschen die Handgelenke, ja, wenn man das nicht gewohnt ist, kommt ein bisschen Druck drauf. Und deswegen ist an der Stelle ganz gut, wenn man dann einfach so zwischendurch mal diese Handgelenksmobilisation macht. Ein paar Mal rechts rum, ein paar Mal links rum. Ausschütteln. Oder auch diese seitliche Bewegung. Ja, das kann man alles ganz gut machen. So. Jetzt brauche ich eigentlich für den nächsten Teil nur eine sehr flache Unterlage. Jetzt nehme ich einfach das Handtuch her. Und wenn du merkst, du brauchst eine höhere Unterlage, ja, das spürst du ganz schnell, dann kannst du das jederzeit so für dich wieder einrichten. So. Aus dem Vierfüßlerstand, den hatten wir schon, wieder in den nach unten schauenden Hund. Das Becken anheben mit der Einatmung, mit der Ausatmung von den Armen wegstrecken. Hier braucht man die Beine noch nicht unbedingt zu strecken. Wenn das für dich sehr anstrengend ist, beug die Knie, versuch mehr, dich von den Händen, von den Handballen wegzudrücken. Jetzt kommen wir aber von hier aus mit kleinen Schritten nach vorne zwischen die Hände. Das heißt, kleine Schritte über die Unterlage drüber, nach vorne. Und dann kannst du die Knie hier so tief beugen, dass du mit den Fingerspitzen den Boden, die Matte berührst oder fast berührst. Das kann auch so aussehen. Du musst auf keinen Fall jetzt hier die Beine strecken. Also einfach hier so gebeugt. Dann nimmst du die Arme nach hinten. Jetzt wird der Rücken ganz lang. Ja, als wenn du so im Sommer im Freibad so einen ganz tiefen Kopfsprung machen wolltest ins Wasser. Und von hier aus mit langem Rücken kommst du dann nach oben. Kraft der Beine einsetzen. Einatmen, die Arme heben. Blick nach oben. Ausatmen, Schultern, Arme entspannt. Den Kopf nach vorne, den Blick nach vorne gerichtet. Mit der Einatmung beide Arme nach oben heben. Ausatmen, die Knie beugen. Und den Oberkörper wieder entspannt nach vorne bringen. Also ich kann die Knie so weit beugen, dass ich hier mit den Fingerspitzen leicht runterkomme. Und auch der Rücken ist vielleicht noch so ein bisschen rund nach vorne. Das nehmen wir in den Kauf. Jetzt mit der nächsten Einatmung den Oberkörper in Streckung bringen, ein bisschen anheben. Es kann sein, dass die Fingerspitzen sogar hier vom Boden wegkommen. Mit der nächsten Ausatmung nehme ich den rechten Fuß mit einem großen Schritt nach hinten und stütze mich vorne auf. Großer Schritt nach hinten. Setz das Knie auf. Idealerweise ist die Unterlage da. Dann stütze ich mich auf den beiden, auf dem Oberschenkel ab und komme nach oben, schiebe das Becken vor und bringe die Arme von hier aus nach oben. Einatmen. Ausatmen, beide Hände zurück, nach vorne. Einatmen, das Becken heben und mit Ausatmung einfach ein bisschen schwungvoll den Schritt nach vorne. Einatmen, wie eben, die Arme zur Seite, nach hinten, den Oberkörper lang nach oben heben. Ausatmen, Schultern, Arme entspannt. Und den Blick nach vorne. Wir orientieren uns und bereiten uns auf die andere Seite vor. Einatmen, Blick nach oben. Ausatmen, Vorwärtsbeuge. Einatmen, den Oberkörper anheben. Ausatmen, den linken Fuß mit einem großen Schritt nach hinten bringen, das Knie aufsetzen und einatmen, den Oberkörper heben. Es wird jetzt alles zu einer Bewegung. Ausatmen, einatmen, bisschen Schwung nehmen, ausatmen, Vorwärtsbeuge,
Einatmen, langer Rücken. Ausatmen, Schultern, Arme entspannt. Schultern einrichten, den Blick nach vorne richten. Noch einmal. Einatmen und aus. Vorwärtsbeuge. Einatmen, ausatmen, rechter Fuß. Großer Schritt, rechtes Knie. Einatmen, Becken vorschieben, die Arme nach oben nehmen. Und ausatmen. Einatmen, Becken heben. Ausatmen, Schwung nach vorne. Einatmen, nach oben zum Stehen. Ausatmen, Schultern, Arme entspannt. Schultern. Einatmen, den Blick nach oben. Ausatmen, Oberkörper nach vorne. Und du spürst wahrscheinlich, du wirst immer geschmeidiger. Kannst immer mehr gegendehnen. Ausatmen, linker Fuß nach hinten. Und passt die Intensität, die Größe der Bewegung jetzt genauso an, wie du das für dich jetzt hier umsetzen kannst. Ausatmen. Einatmen, das Becken heben. Schwung nach vorne. Ausatmen, Vorwärtsbeuge. Einatmen, nach oben. Und die Hände einfach von dem Brustbein zusammennehmen. Einen kurzen Moment innehalten. Und die Schultern und die Arme entspannt. Der Bewegungsablauf bleibt im Grunde genommen gleich. Wir hängen jetzt noch die eine oder andere Position einfach an, beziehungsweise die wird jetzt einfach dazwischen eingebaut. Ansonsten der Anfang und das Ende von unserem Bewegungsablauf bleibt gleich. Die Füße sind geschlossen, der Blick nach vorne gerichtet, die Schultern entspannt. Mit der nächsten Einatmung den Blick nach oben. Ausatmen, Vorwärtsbeuge. Einatmen, Oberkörper heben. Ausatmen, rechtes Bein. Großer Schritt. Lass dir Zeit. Großer Schritt. Knie. Beide Arme nach oben nehmen. Einatmen. Und dein rechtes Bein ist hinten. Jetzt kommt nur die rechte Hand nach vorne. Neben den linken Fuß. Aufsetzen. Das hintere Bein strecken. Und dann den freien Arm, den linken Arm, einfach mit so einer großen Bewegung nochmal aufdrehen. Den Blick nach oben zur Decke. Und die Hand zurück. Einatmen, Becken heben. Ausatmen, Schritt nach vorne. Einatmen, nach oben zum Stehen. Ausatmen, entspannt. Einatmen, den Blick nach oben. Ausatmen, Vorwärtsbeuge. Einatmen, langer Rücken. Linkes Bein. Ausatmen, großer Schritt, Knie aufsetzen. Einatmen, beide Arme nach oben nehmen. Ausatmen, die linke Hand geht nach unten, neben den rechten Fuß. Einatmen, das hintere Bein strecken und den Arm aufdrehen. Ausatmen. Einatmen. Und Schritt nach vorne. Vorwärtsbeuge. Einatmen, nach oben zum Stehen. Und Schultern, Arme entspannt. Wenn du merkst, dass du geschmeidiger wirst und keine Unterstützung mehr für das Knie brauchst, kannst du das Handtuch oder das Polster einfach an die Seite legen. Wenn du merkst, es tut dir gut und es ist besser für dein Knie, dann lässt du einfach alles so, wie es ist. Wir fügen noch etwas an. Der Anfang bleibt gleich. Schultern rollen nach hinten. Den Blick nach oben. Einatmen. Ausatmen, Vorwärtsbeuge. Einatmen, langer Rücken. Ausatmen, rechtes Bein weit nach hinten. Großer Schritt. Das Knie aufsetzen, einatmen, die rechte Hand geht nach vorne und wir strecken das hintere Bein aus.
Eben haben wir den Arm nach oben genommen. Wir gehen nochmal einen Schritt zurück. Wir nehmen nochmal den Arm hoch. Und wir nehmen jetzt nicht die Hand nach unten, sondern den Ellbogen über das linke Bein. Ja, nochmal. Leichter geht es mit der Ausatmung. Einatmen. Und ausatmen. Nochmal. Einatmen. Und ausatmen. Und dann klappe ich den Arm um und lege die andere Hand drauf. Und jetzt kann ich mich hier aufdrehen. Ich schiebe das Becken nach vorne und ich drehe mich auf. Ja, das ist eine sehr gesunde, eine sehr wirkungsvolle Drehung für unsere Wirbelsäule. Wenn wir den Atem jetzt hier noch fließen lassen, dann können wir uns hier richtig gut einrichten. Wenn man sehr geübt ist, kann man das hintere Bein in Streckung bringen. Ja, das Bein ist ganz gestreckt und drehe mich hier auf. Wenn das zu wackelig ist, bleib einfach mit dem Knie hier unten. Zurückkommen, einatmen. Jetzt kommen beide Hände nach vorne auf den Boden zurück. Einatmen, Becken hoch. Und jetzt kommt aber hier der Fuß nach hinten. Und hopp, schiefe Ebene. Die Knie aufsetzen. Zwischen den beiden Händen die Arme beugen, den Brustkorb nach vorne, Kinn lang und einatmen, ich ziehe mich nach vorne in eine Haltung, die nennen wir Cobra. Die Hände sind hier, ausatmen, Nasenspitze runter, hochdrücken, zurück, Ebene nach unten schauen im Mund, Adho Mukha Svanasana. Kleine oder große Schritte nach vorne. Knie beugen. Langer Rücken nach oben. Ausatmen. Schultern, Arme entspannt. Vorbereiten für die andere Seite. Einatmen, den Blick nach oben. Ausatmen nach vorne. Vorwärtsbeuge. Einatmen, langer Rücken. Das linke Bein ganz weit nach hinten setzen. Großer Schritt. Das Knie aufsetzen. Das Becken nach vorne schieben mit der Einatmung. Und mit der Ausatmung nach vorne. Hier waren wir eben. Die Hand nach vorne, das Bein gestreckt. Wir gehen wieder zurück. Und jetzt wird die Hand mit dem Ellbogen spitz nach vorne gedrückt. Über den Oberschenkel. Das machen wir zweimal. Einatmen und nach vorne. Noch einmal. Einatmen und ausatmen. Becken nach vorne, Ellbogen. Und mit dem letzten Rest ausatmen. Hier den Ellbogen über den Oberschenkel. Den klappen wieder um. Den anderen Arm auflegen. Und dann die Wirbelsäule in dieser gedrehten Position nochmal lang strecken. Wenn du die Balance halten kannst, hinteres Bein langsam abheben und das Bein voll in der Streckung halten. Das Knie aufsetzen. Mit der Einatmung die beiden Arme nochmal nach oben nehmen. Ausatmen, beide Hände nach unten nehmen. Das Becken hoch, ein. Den Fuß nach hinten, schiefe Ebene. Die Knie aufsetzen, zwischen den Händen nach unten kommen, dabei so ein kleines Hohlkreuz machen, das Kinn leicht nach vorne ziehen und dann einatmen, hochziehen, ausatmen, Nasenspitze nach unten, einatmen, hochdrücken, Liegestützposition und zurück, nach unten schauen der Hund. Da bleiben wir noch zwei Atemzüge. Und dann nimm das rechte Bein einfach nach vorne, so auf halbe Höhe. Dann kannst du dich auf der rechten Seite absetzen und ziehst das linke Bein bequem nach vorne. Beide Beine nach vorne auslegen, hinten abstützen. Und dann die Knie geschlossen,
nochmal nach rechts und links hin und her bewegen. Nach rechts und links. Achte darauf, dass die Füße und die Knie komplett geschlossen bleiben. Dann klappen wir die beiden Oberschenkel so nach außen, dass die Fußsohlen aneinander kommen. Drück dich mit den Händen nach vorne, halte dich mit den Händen fest, am besten an den Fußgelenken, an den Fußfesseln und zieh dann den Oberkörper von hier aus nochmal richtig hoch und die beiden Oberschenkel ziehen nach außen bzw. nach unten. Dann ist das die Bewegung. Ausatmen, den Rücken entspannt nach hinten wölben, einatmen, heben und strecken. Ich ziehe die Oberschenkel nach außen. Ausatmen, entspannt und einatmen. Und ausatmen und einatmen. Ein letztes Mal heben und strecken und ein letztes Mal senken. Und dann in der neutralen Position einfach das rechte Bein nach vorne ausstrecken, den Fuß anziehen und das linke Bein, den linken Fuß, einfach über dem Oberschenkel hier auf der anderen Seite so aufstützen. Am besten so ein bisschen höher von dem Knie, auf der Höhe den Fuß anziehen und dann einfach diagonal, das heißt mit der rechten Hand das linke Bein festhalten, am besten von außen, und den anderen Arm hinten zum Abstützen. Den Oberkörper aufzudrehen, zur Seite zu drehen. Mit der Ausatmung einmal auflösen. Wir wechseln noch nicht die Seite. Wir gleichen nur aus und nehmen uns jetzt einmal hier zur offenen Seite mit dem Oberkörper vorneigen. Und dann wieder zur Mitte kommen. Jetzt machen wir das nochmal. Aber jetzt greifen wir nicht von oben, sondern wir greifen ganz bewusst von unten, von außen an den Oberschenkel. Wir greifen den Oberschenkel hier fest, richtig hier die Haut, das Muskelfleisch fassen und den Oberkörper mit der Schulter nach hinten spannen. Wenn du möchtest, kannst du die freie Hand noch an den Hinterkopf nehmen und drehst dich dann hier auf. Mit der Ausatmung dann langsam wieder nach vorne kommen, auflösen. Wir nehmen beide Hände einfach zur Seite und ziehen jetzt einfach das rechte, das gestreckte Bein zu uns heran, sodass wir hier nochmal in der Gesäßaußenseite nochmal so eine schöne Dehnung spüren, den Fuß hier anziehen. Ja, und diese Dehnung kannst du gut steuern, wenn du dich weiter nach oben aufrichtest. Wird es sehr intensiv. Wenn du dich weiter nach hinten zurücklehnst, dann kannst du das ein bisschen weicher, ein bisschen angenehmer gestalten. Mach das so, wie das für dich jetzt hier sinnvoll ist. Und dann langsam auflösen, nach hinten ausweichen, die Beine nach vorne und erst kurz auslockern. Das linke Bein bleibt vorne gestreckt, das rechte Bein aufgestellt und den rechten Fuß wieder über den Oberschenkel abstellen. Erstmal einrichten. Die erste Serie machen wir wieder von oben. Das heißt, wir halten hier mit der linken Hand den rechten Oberschenkel und drehen uns zur Seite auf. Hinten die Hand auf dem Boden oder auf der Matte abgestützt, um die Aufrichtung der Wirbelsäule hier noch ein bisschen besser und leichter nach oben auszuführen. Tief ein- und ausatmen. Zurückkommen. Die Ausgleichsdrehung auf die andere Seite. Nur so, wie es ganz leicht geht, den Kopf hängen lassen. Und für den zweiten Teil greifen wir jetzt mit der linken Hand von unten unter den rechten Oberschenkel. Wir greifen hier wieder die Außenseite, kraftvoll richtig hier zufassen. Spannen den Oberkörper dagegen. Die hintere Hand hält sich hier fest. Aufdrehen
Und wenn es möglich ist, die hintere Hand am Hinterkopf noch zur Unterstützung der Drehung einsetzen. Ausatmen, nach vorne kommen. Beide Hände wieder zur Seite nehmen. Und das vordere Bein einfach wieder heranziehen, anwinkeln. Und dann schieb dich wieder in die Position zum Aufrichten. Und dehn auch hier nochmal auf der rechten Seite die Gesäßmuskeln. Und dann lassen wir ganz langsam die Spannung hier wieder raus. Das heißt, beide Beine nach vorne ausstrecken, auslegen, auslockern. Beide Füße noch einmal heranziehen. Nicht zu scharf nach innen ziehen, sondern nur so, dass du ganz leicht mit dem Oberkörper nochmal nach vorne so ein paar Mal einfedern kannst. Und dann gehst du einfach mit der rechten Hand zur linken Seite rüber und drehst dich nochmal hier hin. Dann wieder nach vorne. Und hier rüber. Nach vorne. Und hier rüber. Und ein letztes Mal. Dann gehen wir mit beiden Händen noch einmal nach hinten. Das ist nochmal unsere letzte Ausgleichshaltung. Die beiden Füße ungefähr schulterbreit aufgestellt. Die Hände hinten entweder flach oder mit so einer Faust aufgestellt. Das geht auch. Und das Becken einfach hochdrücken. Dahin. Und wieder nach unten. Das machen wir noch zweimal. Einatmen, heben. Und ausatmen. Und einatmen, heben. Und ausatmen, die Beine auslockern, ausschütteln. So, mit unserer aktiven Übungspraxis sind wir jetzt fertig. Du kannst dir jetzt einfach noch ein paar Minuten in einer Schlussentspannung gönnen, wenn du das möchtest. Ich leite die gleich noch kurz an und dann kannst du das für dich selber bestimmen, wie lange du einfach noch nachspüren möchtest, wie lange noch das Gewicht von deinem Körper und die getane Arbeit, die getane Übungspraxis genießen möchtest. Ja, also für die Schlussentspannung kannst du zum Beispiel eine Unterlage für den Kopf nehmen, dich auf der bequemen Unterlage zurückrollen und einrichten, den Kopf ein paar Mal rechts, links hin und her bewegen. Und dann kannst du die Beine entweder entspannt nach vorne auslegen. Die Füße fallen nach außen, die Oberschenkel sind nach außen entspannt und die Hände geöffnet nach oben. Wenn du spürst, dass dich da dein Rücken, dein unterer Rücken so ein bisschen fest anfühlt, dann ist es besser, wenn man die Beine aufgestellt lässt. So in der Position. So in der Position. In dieser Rückenlage bleibst du einfach dann noch für ein paar Minuten entspannt liegen. Du kannst die Augen schließen oder auch geöffnet lassen. Aber spür einfach nur das Gewicht von deinem Körper und lass einfach los. Jetzt gibt es nichts mehr festzuhalten, sondern nur noch loslassen.